So, hallo und herzlich willkommen zurück. Boah, Maus, hasse dich auch. Ja, mir ist dann nach der Aufnahme, wo ich dann gestreamt habe, auch noch aufgefallen, wie dumm ich eigentlich bin. Also ich habe dann danach noch die vermeintlich verschwundene Aufnahmefolgen gefunden. Ich weiß nicht, wer die Beschreibung gelesen hat, der weiß es. Ansonsten ja. Muss ja die Leute hier suchen. Und da ist der Narrenerfinder noch. Okay, das eine war, glaube ich, das Hacken und das andere. Was war das? Eine Etage tiefer. Also, wer es hört, irgendwie ein bisschen dezent erkältet. Hoffe. Ah, hier. Ich hoffe, ich werde jetzt die ganze Aufnahme hier nicht rumrotzen. Oh nein! Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Gnade, bitte lasst uns einfach gehen. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Du meinst, du bist nicht hier, um uns einzusperren? Nein? Augenblick mal, warum glaubst du, sollte ich euch einsperren? Wir sind vom Widerstand desertiert. Ihr seid was? Wir wollten nur einen Ort finden, an dem wir beide in Frieden leben können. Ist das so schlimm? Ja. Bitte sag niemandem, dass wir hier sind. Bitte. Wir gehören nicht dem Widerstand an, wir sind Joha. Wir sind nicht verpflichtet, euch euren Vorgesetzten zu melden. Gott sei Dank. Trotzdem werden sie euch irgendwann finden, wenn ihr hier bleibt. Wir haben keine Wahl, meine Bewegungsfunktionen sind defekt und uns fehlen die nötigen Materialien für eine Reparatur. Ich meine, nehme ich an, dass ihr zufällig diese Materialien bringen könntet. Wer wir? Wir selbst können sie nicht besorgen. Wenn wir diesen Ort verlassen, werden wir bestimmt entdeckt. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wir versprechen euch dafür zu belohnen. Natürlich. Ich habe einen bei der verlassenen Fabrik gesehen. Danke, noch einmal. Okay. Wir müssen eh in die verlassene Fabrik, das ist nicht so schlimm. Und das andere Pünktchen da, das ist da oben wieder der Typ, der sich eingesperrt hatte, also immer noch. Hier müssen wir, glaube ich, nur nichts machen. Ja, hier ist auch nichts. Ja, von daher gehen wir weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht demnächst jetzt erstmal zur Fabrik, weil da haben wir jetzt zwei Aufgaben. Den Narrenerfinder können wir erstmal weglassen, weil das ist so ein... Das ist einfach nur der Typ, der immer wieder Geld von uns haben will. Das war doch eigentlich nahe der Fabrik. Wir gehen einfach mal hin, wir können uns ja teleportieren, das ist nicht so schlimm. Wenn es mal falsch sein sollte. Bin gespannt, wie lange wir brauchen werden für dieses Ende jetzt, also für Ende B quasi. Und vor allem, was das Ende uns bringen wird. Weil die ganzen Fotos können wir auch noch nicht machen, wir haben ja noch nicht alles erschlossen. Es fehlt da ja irgendwie noch ein Stück, Wüste. Und ob wir bis Stufe 46 hier noch kommen werden, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Hier ist das Foto. Aktuelles Ziel. Und ein Fragezeichen. Wir sind momentan hier. Da ist eine Maschinenprüfung. Gehen mal dahin. Ich gucke jetzt einfach mal, was so auf dem Weg ist. Können wir. Achso, für die Maschinenprüfung brauchen wir das Teil. Aber wo kriegen wir das Teil denn her für die Maschinenprüfung? Das andere war da oben der Bot, an den ich irgendwie immer noch nicht rankomme. Klar. Wo bekomme ich das Teil für die Maschinenprüfung her? Das ist die Frage. Lagershop. Hier ist eigentlich nur die Amnesie. Ist auch noch ein Haufen. Tier. Dampol Melancholie. Foto. Ist der Narrenerfinder? Ob ich da hochkommen soll, weiß ich auch noch nicht. So, was haben wir hier unten? Datenfreak. Und da wollte ich eigentlich hin. Da, Fabrikeingang. Gehen wir jetzt auch einfach mal hin. Der Typ ist rot. Warum ist der Typ rot? Okay, das hätten wir.
Ich hoffe gerade irgendwie, dass wir hier so ein Bauteil finden. Deswegen habe ich die jetzt gerade erledigt. Au! Oh. Der habe ich jetzt voll nicht mitgekriegt. Schade. Brauchen wir ja so einen Schaltkreis oder was auch immer das war. Für unseren großen Freund. Für den Goliath. So, da. Stimmt, weil den haben wir ja später freigeschaltet gehabt, den Zugangs-, also den Zugriffspunkt. Stimmt, ja. Deswegen steht er auch weiter unten in der Liste. Ich bin echt mal gespannt, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Jetzt fehlt ja wirklich nur noch der Waldkönig. Und dann geht's ja schon wieder bald los mit dem Krieg da, ne? Dann kommt ja noch das Wasserungeheuer da. Glaube ich, an der Küste. Müsste ja eigentlich noch kommen. Und dann kommt der Krieg, genau. Dann kommt der Krieg. So, wir sollen jetzt was genau hier finden? Sollten ja ein aufwendiges Gerät finden. Und wo sollte man das hier finden? Mittlere Erholung, okay. Haben wir noch den Scanner? Vielleicht kann der uns helfen. So. Nein, das war falsch. Scannen hier einfach mal alles ab. Sehe halt auch nichts. Ach, da. Gefunden. Hier hat sich das erledigt. Jetzt müssen wir noch für den Datenfreak da den einen Zugriffspunkt machen. Ach ja. Zeiten waren das in der alten Fabrik, Mensch. Wir kommen immer wieder her. Ich muss mal kurz den Weg markieren, damit wir nicht planlos hier rumlatschen. Weil die meinte ja, das wäre irgendwie ziemlich schwer zu finden. Ich müsste ohne Laser gehen. Der ist noch kaputt. Wir müssen ja auch die richtige Etage erwischen. Oh, Laser wäre ja eigentlich gar nicht schlecht. Huch. Jetzt. Machen wir den Laser rein. Scanner ist jetzt gerade nicht vonnöten. So. Wir müssen immer weiter nach Süden. Okay. Ich hätte es geschafft. Is like a giant machine's nest. I wonder what it used to be like. Level 2. Analysis. This location was once used for weapons production and experimentation. No kidding. What kind of weapons? Humanoid combat robots. Common examples include the P-22 and P-33 models. Human-shaped weapons, huh? Wonder if they work like flight units. Unknown. No image-based information exists. So. Oh. Level 3, das geht klar. Okay. Das muss hier irgendwo sein. Huch.
auf. Hier ist es viel zu eng. Hier ist es viel zu eng, meine Güten. Au. Ich weich da raus. So. Ah, jetzt können wir wohl die eine Leck mich am Arschtruhe machen. Ah, nee, das ist der Zugriffspunkt. That's what 210 wanted. Now I just have to send it to her. Alert. Poor reception in this area is preventing data upload. Proposal. Unit 9S should move to an area. Wohin sollen wir uns bewegen? Au. Oh Mann. Das war knapp. Dreckskiste. Wir sollten uns in ein Areal begeben, das? Das war's. Das safe ist? Wir könnten eigentlich wieder in den Eingang gehen, oder? Jetzt haben wir ja alles. Nee, ich will aktive Aufgaben. Geh hinaus. Okay, wir sollen wieder rausgehen. Das ist ja... Das ist ein leichtes. So oft, wie wir hier waren, komme ich auch hoffentlich wieder raus. Und zwar auf den schnellstmöglichen Weg. Sind auch noch Maschinen drin, ne? Wusste ich's doch. Wusste, da stand doch irgendwas. So. Dann sind wir mit der Fabrik hier wieder durch. Zumindest fürs Erste. Und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem komischen Verhalten der Bots nochmal machen müssen. Pod, upload that data to Operator 210. Affirmative. Operator 210 to 9S, come in. This is 9S. I received the data you sent. It's fascinating. It appears to be the journal of a human who once worked in the factory. What, like a diary? Yes. According to this, the man worked long hours on an almost daily basis. He says, and I quote, they're working me like a machine. Working like a machine to build a machine? Humans truly were strange creatures. Sounds like it. I'll send you a reward later. Wait, I can get rewarded for doing this? I didn't say you would not get a reward. No, but... Hey, don't disconnect me. Report. Mail notification received from access point. Dann gucken wir uns mal die E-Mail an. Wer das wohl sein kann? Ach ja, Gegenstand Technik, ja. Technik ist Technik Tagebuch mit Erholung. Okay, das ist gut. Es war einfach nur die, das war die Vertraulichen. Wir sollen abtrünnige Joha-Mitglieder fangen. Diese Mitglieder haben sich nicht nur unerlaubt von der Truppe entfernt, sondern sich auch in gesetzeswidrige Tätigkeit beteiligt. Okay, das ist wieder der Kack. Okay. Operator 210 to 9S. Be aware that the following transmission is classified privilege level 5. A group of Yorha fighters deployed to the city ruins have deserted. We need you to take care of them immediately. And 9S, be careful. Yorha members deserting and attacking the resistance. They're from Yorha. Alert. Targets are rogue units 22B and 64B, currently designated for detention. They come for us, idiot! Prepare to engage and inform the captain! Got it! Endlich haben wir sie gefunden. By command for desertion. Disengage and surrender immediately. Shut your trap! Sind aber schon ganz schön hohes Level, Mensch. Au. Müssten wir aber hinbekommen. Wir sind doch gut. Sind besser als ihr. Wesentlich besser. Oh mein Gott. Noch ein paar Sekunden. Au. Das ist eine gute Komp eigentlich. Ich bin ein Ninja. Können wir die eigentlich hacken? Ja, wir können die hacken, cool. Oh, doch nicht so cool.
Hätte ich mir ja denken können, dass die Oha nicht so 0815 System ist. Ah. Au. Aber ich muss das machen, damit die Leben verliert. Alter! Das gibt's nicht! Das Hacken ist total bescheuert bei denen. Oh mein Gott! Ah, ich hätte sie fast gehabt. Die ist leichter zu hacken als die andere. Ich muss hier in Bewegung bleiben. Oh. Nein, ich bin gegen den scheiß Block gefahren. Ah! Ich sollte doch mehr Arcade spielen. Oh Gott. Lila ist böse. Nein! Zu blöd zum Zielen. Oh. Einen hab ich. Macht das auch Schaden? Weiß es nicht. Ich lasse es jetzt einfach. Nein, ihr verpisst euch jetzt nicht. Schweine. War gerade so gut dabei. Das heißt, wenn die einen Captain haben, müssen wir dann am Ende gegen den Captain spielen oder müssen wir dann gegen alle, also gegen wirklich alle von denen kämpfen? Das wäre ja sehr voll kacke. 2 gegen 5 oder was? Den da vorne müsste dann auch nochmal. Es sind, glaube ich, 3 Gebiete, wo wir hin mussten. Wieso war das doch? Dann erstmal hier vorbei. Bisschen vorbei sneaken, dass die uns jetzt nicht auf den Keks gehen. So, hier müssten auch noch welche sein. Hier müsste jemand sein. Gucken. Hallo? Ist hier jemand? Noch hier in dem Gebäude sein? Können wir nicht rein, ne? Wir in das Gebäude rein. Schaut nicht so aus. Das heißt, wir müssen erst zum nächsten Punkt wahrscheinlich. Waren ja, glaube ich, 3 Punkte, soweit ich mich erinnern kann. War ja einmal hier. Ist ja auch noch hier. Okay, gehen wir da mal hin. Stimmt, dann waren wir da oben auf den Goliath und haben immer uns dumm und dusselig gesucht. Aber nichts gefunden. Können wir jetzt mit ihm reden? Finding this stuff is proving tougher than I'd hoped. Oh, okay, das war einfach nur der Tipp daran. Ja, hier, du musst das Zeug suchen. Ich gehe mal auf den Goliath drauf, vielleicht hilft's. Vielleicht finden wir die ja dann. Aber auf irgendwelche Feinde sehe ich gerade nichts. Wohl, wenn es der Captain ist, dann ist er bestimmt ganz oben. Das war Glück. Cool, wir können hier drauf rumklettern. Wo sollen die denn sein, meine Güte? Waren doch jetzt schon an beiden Stellen. Wir waren schon an exakt beiden Stellen. Die müssen hier irgendwo sein. Ich hasse diese Quest jetzt schon wieder. Wir waren nämlich schon ganz oben. Auf der anderen Seite waren sie auch nicht.
Nee, du kommst nicht dazu, mein Güter. Du wirst nicht dazu kommen. Au. Nein? Oh, die kommen jetzt alle von der Brücke runter, oder was? Das finde ich nicht fair. Ich habe mich extra von der Brücke ferngehalten. Au, gehalten. Vielleicht gibt es ja auch noch einen vierten Punkt, den ich einfach übersehen habe. Müssen wir mal gucken. Au. Au. Ach man, die Viecher sind so kacke. Das hilft uns immer noch nicht weiter, was unseren Goliath-Freunden da angeht. So, ist die Maschinenprüfung. Hier sind noch Joha-Verräter. Haben wir die noch irgendwo? Foto. Also Karte hier mal abchecken. Foto. Hauptquest. Ich finde sie gerade nur dort. Hier ist nur der Bot, der da so rum. Und hier. Hier jetzt immer auf der andere. Vielleicht ist er da. Können wir hier in das Gebäude gehen, hier links. Vielleicht sitzt er hier irgendwo. Die hier irgendwo? Keine Ahnung, ob die hier irgendwo sind. Gucken jetzt einfach mal. Gehen wir bis ganz hoch. Einfach so, wir wissen ja, wie es runtergeht. Einfach fallen lassen. Wie weit ist es denn noch? Mensch. Endloser Tunnel oder was? So. Ich sag bloß, jetzt kommen wir nicht weiter. Toll. Hat sich gelohnt. Uiuiuiuiui. Ah ne, es war keine Etage. Gehen wir halt in den Keller. Ist aber niemand. Vielleicht doch in den Keller gehen. Geht der Keller noch weiter? Ich hätte gerne mal eine Taschenlampe. Ah ne, hier ist nur so eine... Leck mich am Arschkiste. Oh. Die war einfach. Was? Wir haben gerade das Teil für den Goliath bekommen? Das wäre natürlich mega nice. Dann können wir das wenigstens mal machen. Die Joha-Verräter. Wir müssten eigentlich schon oben sein, ne? Nein, du sollst abspringen! Was ist los, Mensch? Das ist ja deine Sache, ne? Loslassen. So. Ich glaube, das war jetzt gerade das Teil für den. Ich konnte es ja nicht lesen, weil es so viel war. Nicht? Was haben wir denn da gerade für ein Teil bekommen? Das hatten wir aber vorher schon. Doch, das war das Teil. Wieso kann ich da nichts machen? Das mit den Joha-Verrätern wird auch immer bescheuerter. So, dann gehen wir einfach mal hoch an... Ach, die hatten wir schon. An Kopf ran. Können ihn, glaube ich, nicht hacken. Hm. Ich die Joha-Verräter. Nee, die Joha-Verräter finde ich aber auch nicht.
Wir waren doch jetzt schon überall auf dem Goliath. Ha. Der Punkt ist immer noch da. Was will uns das Spiel damit sagen? Müsste eigentlich hier oben sein. Ben. Genau hier, laut Karte. Zeig denn die Quest. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir nehmen die Verfolgung auf, aber steht nicht drin, wohin. Sag bloß, jetzt müssen wir jetzt wieder, keine Ahnung, irgendein Level erreichen oder irgend sowas. Dass wir die dann wieder treffen. Wir müssen doch mal in das Haus rein. Ich glaube, wir müssen doch mal in das Haus rein. Weil hier ist niemand. Das ist ein Gullideckel. Gehen wir nochmal die einzelnen Etagen ab. Ist irgendwie keine andere Wahl. Hier sind sie nicht. Weiter links. Beziehungsweise rechts, je nachdem, von wo man sieht. Vielleicht da, wo wir den Fight hatten gegen den Goliath. Schade. Wäre ja, da wäre eine Möglichkeit. Und ich will da rüber. Aha. Ich kann. So, nehmen wir hier noch die Kiste. Haben wir noch gar nicht. Oh. Ja, kommen wir auch nicht. Nein! Na toll. Nehmen wir halt die Treppe. Kommen wir wieder rein? Irgendwie? Schade, jetzt ist die erste Stelle, wo wir mal nicht hinkommen. Okay, nehmen wir einfach die Treppe, dann sind wir safe und dann... Gehen wir mal bis dahin, wo wir gegen den Goliath gekämpft haben. Das müsste ja nicht allzu weit oben gewesen sein. Aber wir bräuchten halt eine Etage, wo viel Platz ist. Zumindest nach links. So. Hier sind wieder Punkte. Okay. Es ist noch nicht weit genug. Eins noch, glaube ich. So. Weil hier kommt. Ah, okay. Ist es hier? Ah, gefunden. Ne, wenn, dann bringe ich euch um. Meine Guten. Ah, nicht getroffen, verdammt. Ach, 2B klärt das schon für uns. Oder auch nicht. Ich bin aber kein Kampfmodell, das finde ich jetzt voll unfair. Hacken, hacken. Oh, doch nicht. Ah, ich will mich verstecken. Ah! Nein. Nein. Hast du dich auch? Haha. Geschafft. Siehst du doch. Weil es kann. Oh. Wieso sind die auf einmal so einfach? Ich nehme das zurück. Au. Das Problem ist, da muss halt immer Bewegung sein. Gleichzeitig aber auch treffen können.
Oh, ich bin Hackermeister geworden. Captain, oder? 2-2-B. 6-4-B. What the hell? Alert. Target is former Yorha Captain 8-B. Currently wanted for desertion. Proposal. Disable and detain at once. Okay. You did this! Please, you have to stop fighting! Shut up! You don't know anything! Analysis. Warum sind sie eigentlich desertiert? Specializes in close quarters combat. Proposal. Destroy enemy with long range attacks. Destroy? What happened to detain? Ja, was ist mit dem Festnehmen passiert? Oh mein Gott. Ich habe nichts anderes von einem Hauptmann erwartet. Komm nicht darüber. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Au. Oh. Ja, komm. Ich bin eh gleich wieder tot. Das war klar. Ah, ich jucke halt nichts. Ich muss sie hacken, sonst wird das nämlich nichts. Jetzt dauert das hier ewig. Au. Oh. Haha! Mein Stein hat mir geholfen. 10.000 Gold und 400 Erfahrungen. Du hast eine Waffe erhalten, Lanzentyp. All units destroyed. Black box signals confirmed offline. Mission complete. We killed them. Our fellow units. Why the hell did they steal from the resistance? Ich will das Zeug einsammeln. You think Anemone might know something to be? Let's find out. Okay, ab zurück ins Widerstandslager. Jetzt haben wir endlich diese Verratsquest fertig. What? Was war das denn? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? Voll der coole Move. Oh, ich nehme schon eine halbe Stunde auf. Ups. Dann bis gleich.